Y'all from Bushido. Yo, was Leute, seid herzlich willkommen zu. Herzlich willkommen zu. Einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie behindert kann man sein? Wir reagieren heute auf Rapper Mittwoch Davy Jones vs. Z. 17.12.2014 Battlemania Finale, Leute. Ihr habt reingeschrieben, reagiert als nächstes auf Rapper Mittwoch Davy Jones gegen Z. Das soll irgendwie krass sein. Ich habe das Battle, keine Ahnung, Leute, kenne ich nicht. Ich habe irgendwie gesehen, es gibt auch eine 50-minütige Version von den beiden. Falls ihr auch darauf Bock habt, ballert sie in die Comments. Das Video hier geht 15 Minuten. Ich werde das einteilen, Leute, in zwei Teile. Jetzt ist das ist der erste Teil und der zweite Teil kommt dann, keine Ahnung, irgendwann danach auf. Anfang, bitte seid richtig still und versucht euch zu konzentrieren. Im A Cappella gibt es nur noch ihre Bars. Let's go. Du laberst vorhin irgendwas von DJ Drogba. Ey, du kriegst von mir den D-Monk. Noch so ein scheiß Fußballvergleich und ich geb dir den Zidane, bitch. Okay. Ja, war keine schlechte Line. Wir sind jetzt im A Cappella. Wir sind im A Cappella, finde ich gut, weil wir haben jetzt hier ein komplettes Match, denke ich mal. A Cappella, Freestyle. Mit Beat und alles ist hier vollständig dabei. Okay, yo. Mann, ich fuhr nur mit deinem Ziel hoch, nach Berlin, um den Titel zu verteidigen. Ficke dich, Kleine, bespringe dich, Ficker, zum Friedhof. Denn es gibt keinen, der mit seinen zerbersten Reimen hier derbe zerreißt, genau wie Jones. Oh, ganz ruhig. Er ist auf einmal direkt mal wieder mal schnell am Flown, der Davy Jones. Aber was ich kurz mit der Zidane-Line. Die Zidane-Line hat Z schon mal gebracht und deswegen hat Z auch den Move hier gemacht. Den hab ich schon mal gebracht, so. Wie Dinos, also wieso? Glaubst du, dass du mich besiegst, du? Schiebst du deine Filme, machst du auf Corleone Vito, Familia Gambino, El Pacino oder Robert De Niro im Casino? Was für Kilos? Hiernach geht's für dich zurück in deine Siedlung, in der Hoffnung, dass er sich Kies holt. Verzockt der Pico das Geld in der Spiele und kommt dann wie eine geschlagene Fotze nach Hause, wie letztens die Olle vom Bushido. Aua! Das war eine. Alter! Wir halten uns auf jeden Fall bedeckt an der Stelle, Leute. Wir halten uns bedeckt, man weiß ja nie. Aber das war zu viel. Und für mich einer der hässlichsten Rapper eh und je, man. Geh mir aus dem Weg, du scheiß Mongoloiden-Schädel, Leute. Ich geh meinen Weg, ich lass Hater stehen. Egal ob Rapper Mittwoch, VBT oder JBB. Wenn ich rappe, tut es in der Seele weh. Alter, was ich gut finde bei dem A Cappella jetzt von Davy Jones, dass das nicht nur, ich sag mal, A-B-A-B-Reime sind, sondern dass diese Reime auf jeden Fall, wie nennt man das, mehrere Ketten haben. Also es sind auf jeden Fall mehrstufige Reime. Wer von Mario Lewandowski und Mario Götze von BVB zum FCB. Digga, in deinem Gesicht ist mehr schief gelaufen als in deinem Leben, Alter. Du kannst am Leid tun wegen deinem Aussehen. Ohne Maske kann er nicht rausgehen. Er ist so hässlich, sogar seine Fantasiefreunde will nicht mit ihm rausgehen. Fantasiefreundin, Alter. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ich weiß jetzt nicht genau woher. Da muss auch der Z grinsen, Leute. Alter, ich habe auf jeden Fall gesehen, ihr wolltet auch ein bisschen mehr, dass ich auf Z reagiere. Hassen ihn! Dann hat's. Seine Eltern hassen ihn, dann als diese Missgeburt aus dem Uterus herauskam und wie ein Ungeheuer aussah, bekamen sie keine Sozialhilfe, sondern mussten Hundesteuer draufzahlen. Also komm mir nicht in die Quere, komm mir. Oh. Hundesteuer draufzahlen. Gute Line. Also, ich muss sagen, er macht ihn fertig, er zerstört ihn, aber hochwertig. Es sind nicht so diese schlechten Lines. Gefällt mir, Davy Jones, gefällt mir. Wir bilden ja auch. Wenn du in deinen Texten deinen Struggle erwähnst, Motherfucker, aber dein Hustler-Geschehen ist nicht ganz Realität. Die meiste Zeit verbringt er ganz harte See mit Pfand sammeln gehen. Digga, das Einzige in deinem Pfandflaschenleben, der größte Erfolg war beim Wichsen, die andere Hand herzunehmen. Dein größter Erfolg, ich wiederhole es jetzt mal nicht, aber. Er ist schon kreativ. Man muss auf jeden Fall sagen, Davy Jones ist auf jeden Fall schon kreativ. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein Pluspunkt für das Urteil am Ende. Schöne erste Runde von Davy Jones. Macht mal Lärm, Berlin. Macht mal Lärm, Berlin. Die Leute sich konzentrieren, ja? Ja. Let's go. Okay.
Wenn Z, jetzt kommt Z rein. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich muss erstmal sagen, natürlich muss ich zu Z sagen, den kannte ich natürlich vorher. Davy Jones kaum, früher auch gar nicht gegeben. Wenn Z erstmal reinkommt und anfängt, ist Sendepause. Du Analytiker kriegst es metaphorischen Deep Throat und Kampfshots in die Fresse, dann hältst du Schnauze. Während du den Mund mit meinem Mandingo zu stopfen bekommst und ich sage, hier, hast du was zu blasen? Legst du los, aber ich frag natürlich nochmal provozierend. Dicker, hast du noch was zu sagen? auch gut. Was ich auch wichtig finde, zum Beispiel, das war eine Kritik bei LBB. Bei LBB muss ich sagen, wenn er rappt, er hat, die Lines sind gut, aber die Betonung einfach gar nicht da. So, und ich finde Betonung auch sehr wichtig und sowas wie Z jetzt gerade. Du Nuttensohn einer Nuttentochter bist ein Fefig mit Beweis. Weil dein Vater filmte das Sexabenteuer mit deiner Mutter, welches heißt Two Girls, One Cup. Selbst im Netz zurecht auf eins. Ey, Two Girls, One Cup. Nein, das hat er nicht gesagt. Das müsst ihr kennen. Also, das müsst ihr kennen, es sei denn, ihr seid noch ein bisschen jünger, sag ich mal. Ein bisschen jünger. Alter, Two Girls, One Cup. Kurze, ich sag ganz schnell. Wir haben das mit Freunden uns angeguckt und da gab es einen Kollegen, der einfach gegessen hat. Der hatte so Hunger, der hat so gegessen und sich dieses Video dabei gegeben. Weil das Massaker dort startet, immerhin ist das Sextape besser als sein Album gechartet. Props von seinen Eltern. Du zu Gangnam Style tanzendes Down-Syndrom-Wesen. Das war auch nicht schlechte Line, Alter, mit, dass das Video besser als sein Album gechartet. Ist auch nochmal gut, finde ich. Also, Lines bis jetzt sind auf jeden Fall gut. Bis jetzt aber, muss ich sagen, finde ich Davy Jones nach vorne. Wir haben jetzt Set noch nicht viel uns gegeben, kommt ja noch. Aber bis jetzt fand ich Davy Jones noch besser. Mich zu kontern, Digga, ist wie der Slogan von AIDS, denn ich gebe dir keine Chance. Oh. Selbst der Glöckner von Notre Dame strahlt mehr Charisma aus als du. Digga, dein abgefuckter Talisman ist ein Penis mit einem Penis als Tattoo. Ich höre immer in der Crowd immer eine Person, die richtig laut Oh sagt. Und nach dieser Person sagen wir alle Oh. Ich weiß nicht. Also ich muss gerade jetzt zugeben, da gibt es ein paar Lines von Z, die ich jetzt nicht so krass finde, wo man Oh sagen muss. Fans in Lederleggings bist eh am Ende. Wie Autos. Damit das mit deinem Daddy funktionieren kann, musst du den Knüppel bedienen können wie bei Autos. Das ist wie Hochhaus, rückwärts, denn ich gewinne dich haushoch. Oh! Denn diese Coach schlägt dich mit dem mir zustehenden Applaus tot, denn Z geht wie die Deutschen und du gehst wie die Gaucho. Oh! Junge. Haushoch, was war das für eine Line? Stabil, da kam er auf jeden Fall, da kam er. Da kommt auch die Crowd, da erwarte ich Ausraster, Mann. Da sehe ich auf jeden Fall, Drop Dynamic ist am Start, DJ Pete natürlich auch da. Schon traurig irgendwie. Erstmal traurig, aber auch irgendwie glücklich, wieder Ben Salomo zu sehen. Ich gebe jetzt Gas. Nix gegen Johnny. Ich hebe jetzt ab. Hast ein Problem? Nein? Besser ISIS, wie der islamische Staat. Oh. Besser wie der... Alter, das war eine... zu der Line wollen wir mal nichts sagen, ne? Was war das denn für ein Vergleich? So einen Vergleich habe ich auch nicht gehört. Guck, ich steche aus der Masse auch ganz ohne Messer klingen. Weil meine Parts im Gegensatz zu anderen Rappern besser klingen. Dicker, du stehst nur auf Fette und willst deren Vagina lecken. Ich dagegen nehme nur zu seiner Mutter im Bett Bezug. Wie Decken. Wie Decken. Ja. Wobei, im Bett Bezug. Doch, der war stark. Ich brauchte gerade so diese 5 Sekunden überlegen, aber der war schon stark. Vergleiche von Z sind auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, Davy Jones hat jetzt kaum Vergleiche gebracht. Bin ich mir jetzt gerade... Dicker, darf ich noch einen? Okay. Fresh Polakes Hütchenspieler sind meine Läufer und der Lauch bleibt nur ein Spast. Wenn ich mich bereitstellen würde, sein Album zu verkaufen, ist es so, wie als würde ich sagen, ich bin Deutscher. Digga, das kauft mir keiner ab. Gut. Das war auch wieder gut. Das war auch wieder ein Vergleich, der mir auch wieder gefallen hat. Alter, hat mir auch wieder gefallen. Ich glaube, Z beendet jetzt. Time. Schöne erste Runde von... Okay. Ach, das ist durchgehend A Cappella-Battle, glaube ich. Auf jeden Fall. Sollen wir weitermachen, Leute? Komm, nee, wir hören jetzt hier auf, weil dann ist der zweite Teil zu kurz. Sorry, Leute. Wir hören dann hier jetzt auf.
Dann kommt der nächste Teil, die Tage. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls, wenn ihr Teil 2 sehen wollt. Und in die Comments reinballern. Es gibt auch so ein Video, das geht 50 Minuten. Macht's gut, abonnieren, Glocke aktivieren. Haut rein, Daumen nach oben da lassen und ciao.